Hallo Jungs, hallo liebe SCP-07-Fans. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1 gegen 1. Heute treten zwei unserer Torwarte gegeneinander an, Pelle Bufink und Moritz Schulze. Ihr dürft euch heute kreativ austoben und das auch noch mit Essen. Was gibt es Schöneres? Eure Aufgabe sieht so aus. Ihr sollt zwei Amerikaner verzieren. Dafür haben wir euch ein paar Dinge besorgt. Es gibt Lebensmittelfarbe, Zuckerguss, Gummibärchen und Streusel. In 10 Minuten solltet ihr fertig sein. Alles klar? Dann legt mal los. Ich nehme es runter. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ne? Wie sollen die Dinger verzieren hier? Verziehen? Ja. Was heißt verziehen? Ja, du siehst ja hier das Süße, den Zuckerguss und so. Ach so. Kannst du kreativ versieren. Sein. Versieren. Verzieren. Verzieren. Nee, mit S. Versieren. Auf Holländisch. Oder? Habe ich das gut verstanden? Glaub schon, ne? Versieren. Nimm dir einfach einen raus. Okay, was? Eine rausnehmen? Ja. Okay. Weißt du schon, was du machen willst? Ja. Oder fängst du einfach so an und dann guckst du mal, schon, was wird? Ich habe mich überlegt, der Trainer zu malen, aber ich weiß nicht, ob das so clever wäre. Ich habe einfach Hunger, deswegen mache ich das auf. Wir haben nicht so viel gegessen, ne? Nee, ich muss mich beeilen wegen dem Video. Na, guck doch nicht. Doch, Junge, du bist, ist doch kein Geheim, was du machst. Aber geil. Du denkst, du bist Picasso. I like it. Ich versuch's. Ich bin clever, ich muss. Ich glaube, das ist wegen der. Wegen das Teig, damit das schön warm bleibt. Wegen was? Das Teig? Teig? Wie heißt das denn? Habt ihr einen Teich gesehen? Junge, geben die auf den Sack, Mann. Du weißt doch, was ich meine, oder nicht? Ja, yeah, wegen dem Teich drauf. Wie heißt das denn? Hast du auch die Enten gesehen? Flötenteich. Das gibt's doch nicht. Ich wusste, dass sowas passiert. Mann, ey. Ich war so gut dran. Junge, das Ding ist fast leer wegen dir. Willst du mich ablenken oder so? Was machst du da hinten? War cool. Echt gut, ne? Ja, nee, super. Nicht schlecht, oder? Was sagen wir mal? Der erste war für reinkommen, der isst ich gleich. Lach nicht! Und weg! Das ist Cookie Monster. So dumm ist das. Wirklich. Es ist so dumm. Guck mal, diese bewahre ich schon mal. Das ist genau. Können wir bitte nur eins zeigen? Das zweite ist echt schlecht. Was machst du da? Tankstelle, oder? Junge, du hast diese. Junge, zitter doch nicht! Ich sag erstes am besten. Ich sag dir, ich bin zufrieden. 5, 4, 3, 2, 1. Und eure Zeit ist vorbei. Super, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Liebe SCP-07-Fans, jetzt seid ihr gefragt. Welcher von den beiden hat die Aufgabe am besten gelöst? Pelle oder Mo? Ich bin gespannt, für wen ihr euch entscheidet. Stimmt ab in den Kommentaren.